الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. آمين. إن شاء الله wir machen heute in unserem Fiqh Unterricht mit dem Kapitel باب السنن والنوافل weiter. Das ist das Kapitel der Sunna-Gebete und der freiwilligen zusätzlichen Gebete, der Nawafil, nachdem wir zuletzt dann das Kapitel Salatul Witr, also das Witr-Gebet, mit dem Qunut, Dua da drin behandelt hatten, Alhamdulillah. Wir fangen direkt mit dem Text an, vorzutragen. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala sagt im Koran, استعذ بالله عند سورة الإسراء في آيات 79 ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Also das ist ein Befehl Allahs an seinen Propheten. ومن الليل من الليل ein Teil der Nacht. فتهجد به نافلة لك. Verbringe ein Teil der Nacht mit zusätzlichen Gebeten für dich. Mit Koran, mit Salah. عَسَىٰ إِنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Damit Allah, dein Herr, dir eine lobenswerte, hohe Stellung, einen Rang verleiht, sagt Allah. Und spornt hier seinen Propheten an, Zusatzgebete, nafile Gebete, insbesondere nachts, zu verrichten. Wie ihr wisst, ist im Mekka in den ersten Jahren bis zum Tag des Isra und Mi'raj noch nicht die fünfmaligen Gebete am Tag verpflichtend gewesen. So hatte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in den ersten Jahren auch deswegen immer wieder zusätzlich Tahajjud, also Nachtgebete, verrichtet. Und viele Gefährte haben das auch gemacht, viele Sahabi haben das auch so gemacht. Nachher war es für ihn verpflichtend, also für Rasulullah alaihi wasallam und für seine Umma, für die Gefährten war es nachher eine Sunnah. Aber eine sehr starke, wichtige Sunna. Wa'an Abi Hurairah radiallahu an, überliefert Abu Hurairah, an den Nabi sallallahu alaihi wasallam, von Rasulullah alaihi salatu wasallam, inna awwala ma yuhasaba bihi al-abdu yawm al-qiyamati min amalihi salatuhu. Das erste, worüber der Diener Allahs am Tag der Abrechnung befragt werden wird, zur Rechenschaft gezogen wird, ist das Gebet. Also darüber wird Rechenschaft abgelegt. Fa'in salahat, wenn alles okay ist mit seinen Gebeten, wenn dort keine Lücken sind, فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ, dann ist er erfolgreich und er hat es geschafft, die Rechenschaft abzulegen. وَإِنْ فَسَدَتْ, wenn es nicht okay ist, wenn dort Lücken sind, wenn er nicht alle Pflichtgebete verrichtet hat, فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ, dann hat er versagt, er ist ein Verlierer. فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ, dann wird geguckt, wenn in seinen Pflichtteilen etwas fehlt, قال الرب عز وجل, sagt Allah جل وعلا, gepriesen, erhaben ist er, انظروا هل لعبدي من تطوع, schaut in das Tatenbuch von meinem Diener, ob dort freiwillige Gebete vorhanden sind. فيكمل منها من تقص من الفريضة. So wird dann durch diese freiwilligen Gebete werden die Lücken geschlossen, die eventuell bei den Farz, bei den Pflichtgebeten da sind, falls er nicht alle gebetet hat. ثم تكون سائر أعماله على هذا. Auch alle anderen Taten werden auf diese Methode abgehandelt, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bei Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah, Darimi, überliefert. Das zeigt uns also, dass wir uns am Tag der Abrechnung, wir kennen es auch aus anderen Hadithen, keinen Zentimeter weiter vorangehen werden dürfen, wenn wir nicht Rechenschaft über unsere Gebete abgelegt haben. Alle Gebete wird Allah befragen, fünfmal am Tag, von dem Tag an, wo wir die Pubertät erreicht haben, bis zum letzten Atemzug. Alle werden befragt werden. Wenn jetzt dort eine Lücke ist, ein Pflichtgebet, ein Farzgebet fehlt, dann wird Allah eine zweite Chance geben und den Engeln sagen, schaut, ob er freiwillige Gebete hat, Sunna-Gebete, Nafile-Gebete, füllt diese Lücke damit. Wer kann ab diesem Moment noch aufstehen und sagen, Hasha wa kalla, wird am Muslim sowieso nicht sagen, aber ist nur Nafile, ist nur Sunnah. Sowieso, wer das so mit Absicht sagen würde,
Tachfif Sunna, wenn das so in die Richtung gehen würde, dass er damit die Sunna runterspielt, wäre es sehr gefährlich. Aber ein Muslim würde so nicht sprechen. Ein Muslim würde in dem Pflichtbewusstsein handeln, dass er alle Gebete verrichtet und sogar noch mehr, falls irgendein Gebet da ist, das nicht akzeptiert wurde, das nicht gültig war, damit diese Lücke geschlossen wird. An-Nawafilu. Was sind Nafile-Gebete? Hier Salawatun, das sind Gebete, Shuri'at lana, was uns vorgeschrieben wurde, Ziyadatun al-Fardi wal-Wajibi, zusätzlich zu den Pflicht, also Farz und Wajib-Pflichtgebeten, zusätzlich uns vorgeschrieben wurde. Wal-Naflu Lugatan, also Nafile bedeutet im Lexikon Ziyade, zusätzlich, Zusatz, mehr, Bonus. وَشَرْعًا islamische Fachterminologie bedeutet زِيَادَةُ عِبَادَةٍ شُرِعَتْ لَنَا. Also das sind gottesdienstliche Handlungen, Gebete, die uns vorgeschrieben wurden. لَا عَلَيْنَا, für uns, nicht gegen uns. Also keiner soll denken, Mann, muss ich jetzt noch mehr beten als Pflicht? Es ist für dich, nicht gegen dich. Du beschwerst dich ja auch nicht, wenn du anstelle von 1000 Euro 5000 bekommst. Es ist für dich. Zusätzliche Gebete, nafile Gebete sind für dich, nicht gegen dich. وهي قد تشتمل السنن وقد لا من حكم تشريع النوافل und die Urteile zu den Nafile Gebeten sind folgende. Erstens, جبر نقصان الفرائض, wie wir gerade gesagt haben, sie können die Lücken in den Pflichtgebeten kompensieren. والتقرب الى الله, man nähert sich durch diese Gebete Allah. وقطع طمع الشيطان, man unterbindet die Gier des Schaitans. وحصول زيادة الأجر, man erlangt dadurch mehr Lohn bei Allah. وفتح باب المنافسة لتعلو مراتب المجتهدين, man kann, das ist ein Wettrennen, ein Wetteifern, um die Reihe der Fleißigen bei Allah zu erreichen. Also so viele schöne Vorteile hat es. وهي على مراتب, aber es gibt natürlich auch unter den Nafile Gebeten Stufen. Erstens, سنن مؤكدة يلام تاركها. Die erste Stufe ist Sunnah Mu'akkada. Also das sind Sunnah Mu'akkada, kräftige Sunnah, die Rasulullah sallallahu alaihi wasallam immer gebetet hat, immer gemacht hat. يلام تاركها. Jemand, der es nicht betet, wird getadelt, wird beschuldigt. ولو أصر على تركها, wenn er dennoch trotzdem darauf besteht, diese nicht betet, unterlässt, obwohl er weiß, dass es von Rasulullah immer gemacht wurde, فَإِنَّهُ يَأْثَمُ, dann sündigt er. Dann macht er sich schuldig, verdient also eine Sünde. Zweite Stufe ist سُنَّنٌ مُسْتَحَبَّةٌ, مُسْتَحَبْ, also غَيْرِ مُؤَكَّدَ, سُنَّةٌ غَيْرُ مُؤَكَّدَةٍ, سُنَّنٌ غَيْرُ مُؤَكَّدَةٍ, nicht so kräftige Sünde wie die erste. كَسَلَاتِ الدُّحَى, wie zum Beispiel das Duha-Gebet, وَالتَّهَجُّد, das Nachtgebet, وَتَحِيَّةُ الْمَسْجِد, das Begrüßungsgebet in der Moschee. Und dritte Stufe ist Nawafilun ghayru muaqqatatin. Zusätzliche Gebete, die zeitlich überhaupt nicht begrenzt sind, die man immer wieder beten kann. Fayatanaffalu bima sha'a fi laylin wa naharin. Der Muslim kann diese tags, nachts immer beten, die er will. Liyanala ujuran kathiratan. Damit er eine Belohnung bei Allah, einen Rang, eine Stellung bei Allah erreicht. Awalan sunanun, as-sunanul muaqqatatu. Schauen wir uns also erstmal diese kräftigen Sunna an. Hiya allati wadaba alayha ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Das sind die Sunna Gebete, die Rasulullah alayhi salam immer praktiziert hat. Wadaba alayha bedeutet, er hat es also immer gemacht. Fayanbaghi al-muhafazatu alayha, also sollte ein Muslim, der nur ein Ziel hat, Rasulullah zu ähneln, zu folgen, ittiba, sollte diese auch bewahren. Wa law tarakaha istahaqqa al-lawm, wenn er diese unterlässt, wird er also beschuldigt, getadelt. وَيَأْثَمُ بِالْإِسْرَارِ, wie wir gerade gesagt haben, wenn er es immer noch unterlässt, dann ist er wenn er darauf besteht, ist es eine Sünde. وَهِيَ تَابِعَةٌ لِلصَّلَوَاتِ الْفَرَائِضِ, diese kräftigen Sunna sind verbunden zu den Farzgebeten, zu den Pflichtgebeten. وَهِيَ ثِنْتَ عَشْرَةَ رَكْعَةٌ فِي الْيَوْمِ وَالْلَيْلَةِ, diese kräftigen Sunna am Tag sind ثِنْتَ عَشْرَةَ رَكْعَةٌ, 12 Rak'a. 12 Rekat, 12 Einheiten in einem Tag. Und jetzt sagt er diese 12 Rekat, hat er diese Hadith hier nicht überliefert, den nehmen wir hier von Ikhtiyar, inshallah, ist ein sehr schöner Hadith hier.
wo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, von Aisha, von Abu Huraira, Abi Musa al-Ash'ari, Ibn Umar, von diesen Sahabi wurde es überliefert, man thabara ala thintay asharata rak'atan fil yawmi wal laylati, wenn also immer wieder auf diese 12 Rek'a Sunna-Gebete am Tag beharrt, diese immer macht, pflichtbewusst, ben Allahu lahu baytan fil Jannah, jeden Tag, wo er das macht, baut ihm Allah ein Schloss im Paradies. Jetzt rechne mal nach, seit wann du betest. Und wenn du immer am Tag diese 12 Rek'a Sunna gebetet hast, wie viele Paläste du schon im Paradies hast. فهذه مؤكدات لا ينبغي تركها. Okay. Dieser Hadith war jetzt hier in dem Buch nicht, deswegen habe ich es von hier überliefert oder vorgetragen. Was sind diese 12 Rek'at Sunnah, die man nicht unterlassen sollte? Die Rasulullah nicht unterlassen hat, die er immer gebetet hat. Erstens, Rek'atani qabla salatil fajr, die 2 Rek'at Sunnah vor dem Fajr-Gebet. Das sind diese 2 Rek'at Sunnah vor dem Fajr-Gebet. Wahuma akidus sunani. Das ist sowieso das Wichtigste der Sunnah-Gebete, die es gibt am Tag. Das Wichtigste. وَلَمْ يَكُنِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَتْرُكُهَا فِي سَفَرٍ وَلَا حَذَرٍ. Rasulullah hat es sowohl auf Reisen, aber auch wenn er vor Ort war, nicht unterlassen. Er hat es immer gebetet. Immer. وَلِذَا أَوْجَبَهُمَا بَعْدُ الْفُقَهَا. Deswegen haben sogar einige Gelehrte gesagt, sie sind nicht Sunnah, sondern Wajib, verpflichtend. Diese 2 Rek'a Sunnah vor dem Fajr-Gebet. So wichtig sind die also. وكان يصليهما ركعتين خفيفتين. Rasulullah hat diese leicht gebetet. Was heißt damit leicht? Also er hat nicht lange rezitiert und auch die Ruku' und Sujud kurz gehalten. يقرأ في الأولى سورة الكافرون. Im ersten Gebetsabschnitt, in der ersten Rekat er rezitiert Kafirun. وفي الثانية سورة الإخلاص. In der zweiten Ikhlas. Also beim Fajr-Gebet die Sunna-Einheit. Erste Rekat قل يا أيها الكافرون. Zweite Rek'a, Ikhlas, Qul huwa Allahu Ahad. Wir haben auch, glaube ich, letzte Woche darüber schon geredet, dass es wichtig ist, dass man den Tag mit diesen 2 Sura beginnt und den Tag mit diesem Sura beendet, indem man das im Witr auch betet oder rezitiert. Salluhuma walau adrakatkumul khayl. Betet diese sogar, sagt Rasulullah al-Salam, diese 2 Sunnah, Gebetseinheiten vor dem Fajr-Gebet, sogar wenn ihr von feindlichen Pferden verfolgt werdet, sogar wenn ihr von feindlichen Soldaten verfolgt werdet, betet sie trotzdem. So wichtig sind sie. Er sagt auch, Huma khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Diese 2 Rek'a Sunna vor dem Fajr-Gebet sind wichtiger, besser, schöner, wertvoller, interessanter als die gesamte Welt und was da drin ist. Also, das ist wirklich eine Belohnung, die seinesgleichen suchen lassen würde. 2 haben wir gelernt. Es fehlen also noch 10. Zweitens, arba'u rak'atin bi taslimatin wahidatin qabla adh-dhuhr. Vor dem Dhuhr-Gebet, Mittagsgebet, 4 Gebetsabschnitte, 4 Rak'at bi taslimatin wahidatin mit einem Salam. Also 4 Rak'at mit einem Salam, also nicht nach 2 Salam, sondern mit einem Salam. Und Rasulullah SAW sagte darüber: من ترك أربعا قبل الظهر لم تنال شفاعتي. Es ist ein Hadith, wo Rasulullah sagt, wer diese 4 Rekat vor dem Mittagsgebet unterlässt, der wird meine Fürsprache, meine Shafa'a im Yawm al-Qiyamah nicht erreichen, sagt er. Und er sagt auch, man hafiz ala arba'in rak'atin qabla adh-dhuhr, wer vor dem Mittagsgebet diese 4 Rak'at betet, wa arba'an ba'daha, und 4 nach dem Mittagsgebet, harramahullahu ala an-nar. Allah wird die Hölle für ihn verbieten. Er kommt nicht mehr in die Hölle. Akhrajahu Abu Daud. Abu Daud hat das überliefert. Das zu dieser Überlieferung. Aber jetzt haben wir gelernt, 2 vor Fajr, 4 vor Mittagsgebet, also sind wir jetzt bei 6. Es fehlen noch 6. Drittens, rak'atani ba'da adh-dhuhr. 2 Rak'at nach dem Dhuhr-Gebet, nach dem Mittagsgebet. Das sind die, die mu'akkad sind, die kräftig sind, die unter diesen 12 Einheiten sind. Wir haben aber in dem Hadith gerade gelernt, was haben wir gelernt? Man kann sie auch als 4 beten. Man muss nicht 2, sondern kann auch als 4 beten. Haben wir schon 8 erreicht, es fehlen noch 2.
Rak'atani ba'd al-Maghrib, nach dem Abendgebet zwei Rak'at. Diese sind auch, sind wir bei 10. Wa rak'atani ba'd al-Isha, und zwei Rak'at nach dem Isha-Gebet, nach dem Nachtgebet. Wer diese 12 Rak'at am Tag betet, jeden Tag baut ihm Allah einen Palast im Paradies. Yu'minuna bil-Ghaib. Allah beschreibt die Gläubigen wie? Er sagt, yu'minuna bil-Ghaib. Wir glauben an Ghaib, das heißt an die Überlieferungen über die Ghaib, über das Jenseits, was Allah und sein Prophet uns offenbart und überliefert haben. Wir glauben an diese Paläste im Paradies. Schau mal, wenn jemand ein Haus im Diesseits haben will, wenn er wenig verdient, wird er sowieso kein Haus haben. Wird er nicht schaffen. Ist nicht Farz, dass er ein Haus hat. Er soll zur Miete wohnen, ist kein Problem. Wenn er ein bisschen mehr verdient und ein Haus hat, ist auch gut. Aber ein Palast im Diesseits wird schon schwierig. Also ich kenne persönlich keinen in meiner Umgebung, der einen Palast hat, der so viel verdient, so reich ist, einen Palast hat im Diesseits. Wir reden aber hier nicht über einen Palast im Diesseits, was Schutt und Asche sein wird. Spätestens bis zum Yawm al-Qiyama, sondern über einen Palast im Paradies, und zwar jeden Tag, immer wieder, wenn du diese 12 Rak'at, 2 vor Fajr, 4 vor Dhuhr, also Mittagsgebet, 2 nach dem Mittagsgebet, 2 nach dem Maghrib-Gebet, Abendgebet, 2 nach dem Nachtgebet, wenn du diese jeden Tag betest, jeden Tag ein Palast, Wallahi al-Azim, für dich im Paradies. Warum sage ich Wallahi al-Azim? Weil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat. Aus seinem Mund kam noch nie etwas Falsches und geschweige denn hascha wa kalla eine Lüge. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Das, was er auch sagt über die Religion, ist nicht von ihm, ist von Allah. Das ist Wahy, Offenbarung von Allah. Wir glauben an die Ghaib. Und wer investieren will, der soll hier investieren. Weißt du, du musst nicht irgendwelche Kredite suchen, Leute um Geld bitten. Allah gibt dir das jeden Tag. Dieses Palast im Paradies. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Also es ist so eine große Gnade, Alhamdulillah, verpasse es nicht. Mach es jeden Tag. Okay. Jetzt geht es weiter. Also die 12 haben wir gelernt, das sind die wichtigsten am Tag. Erba'u raka'atin bitaslimatin wahidatin qabl al-jum'ati. Achso, jetzt noch zu den weiteren kräftigen Sunna-Gebeten, außerhalb dieser 12. 4 Raka'a Gebetseinheiten mit einem Salam vor dem Freitagsgebet, vor dem Jum'a-Gebet. Also dort 4 Rak'a, 4 Gebetseinheiten verrichten. Und nach dem Freitagsgebet weitere 4 Einheiten oder 6. Das heißt, 6 bedeutet, du betest erst 4, danach nochmal 2. Nach dem Freitagsgebet. Eine Fußnote hierzu. Es sunnatu ba'da al-jum'ati 4 inda al-tarafain. Tarafain ist wer? Imam Azam und Imam Muhammad, rahimahum Allah. Wenn wir Sheikhain sagen, ist Imam Azam und Imam Yusuf. Imamain ist Imam Yusuf, Imam Muhammad. Also diese Begriffe, jetzt auch so langsam, Tullabul Ilm, ihr seid Schüler des Wissens, diese Begriffe müsst ihr auch wissen, inshallah. Also Tarafain, Imam Azam und Muhammad sagen, 4 Rak'a nach dem Freitagsgebet. Wal afdalu an yusalli arba'an. Es ist vorzüglich, das so zu beten. Thumma rak'atayn, danach nochmal 2. Also 4 plus 2 nach dem Freitagsgebet. Fahuma mustahabbani, die letzten 2 sind nicht mehr mu'akka, also kräftige Sunna, sondern beliebte Sunna. Al-aslu fi sunan al-ruba'iyyati bin nahari. Die Regel bei der hanafitischen Rechtsschule, also bei Hanafi, ist, bei den 4 Gebetsabschnitten bin nahari am Tag, wenn man 4 Gebetsabschnitte betet, ist die Regel, an tusalli bi taslimatin wahidatin, dass du diese mit einem Salam verrichtest. Wenn es eine mu'akka Sunna, eine kräftige Sunna ist. Na, in den anderen Rechtsschulen ist es ja immer 2, dann Salam und so weiter. Aber bei Hanafi ist es diese 4 Abschnitte, weil halt die Überlieferungen sehr stark sind. Und deswegen ist es so. يَتَشَهَّدُ بَعْدَ الْرَكَعَتَيْنُ ثُمَّ يَقُومُ. Also nach der zweiten Rak'a rezitierst du einfach التحيات, die Tashahud, danach stehst du auf, betest weitere 2 und beendest somit dein Gebet. وَمِنَ السُنَنِ الْمُؤَكِّدَةِ السَّلَاةُ التَّرَاوِيحِ. Eine weitere mu'akka kräftige Sunna ist die Salatul Tarawih, also die Tarawih-Gebetsabschnitte im Ramadan. وَتَأْتِي فِي بَابِ مُسْتَقِلٍّ. Das wird später kommen, sagt er. Jetzt nicht, das ist ein eigenes Kapitel, Ramadan, wenn es später kommt, inshallah. Thanien, zweite Kategorie war was? Es-Sunna nul, ghayrul mu'akkada. Die Sunna, die nicht so kräftig sind,
Diese nennen wir auch Mustahab. Also sie sind beliebt, die sollte man machen, vorzüglich. Welche sind das? Arba'u rak'atin ba'd adh-dhuhri, haben wir gerade gelernt. Vier Gebetsabschnitte nach dem Mittagsgebet. Kräftig ist zwei zu beten, wegen dieser 12. Aber du kannst auch vier beten. Wie? In sha'a sallaha arba'an ba'd as-sunnati al-mu'akkadati, wa huwa al-afdal, wa in sha'a sallaha rak'atayn ba'daha, li yakuna al-majmu' arba'an. Du kannst das auf zwei Arten und Weise machen. Entweder betest du diese zwei nach dem Pflichtgebet des Mittagsgebetes und fügst denen noch zwei an, oder du beendest die zwei und betest danach nochmal vier. Wird beides gehen. Weil Nafile bedeutet ja Zusatz, Bonus, es gibt also kein Ende. Du musst das auch so verstehen, die wertvollste Zeit am Tag, die du verbringst, ist die Zeit im Gebet. Nichts am Tag in deinem Leben ist so wertvoll, wie wenn du im Gebet stehst. Nichts. Also nichts ist dem gleichzusetzen. Hascha, darüber zu reden, wäre schon ein Vergehen. Auch dieser Unterricht hier nicht. Nichts ist dem gleichzusetzen. Das heißt, die wertvollste Zeit ist die Zeit im Gebet. Deswegen hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zu den Pflichtgebeten, die Allah ihm verpflichtet hat, diese Nafile-Gebete verrichtet. Weil er sagt, was mir Allah zur Pflicht gemacht hat, ist so schön, dass ich auch dann Zusatzgebete verrichte. Das ist so diese Einstellung über diese Nafile-Gebete. Er reist irgendwo hin, ist auf dem Pferd oder auf dem Kamel. Was macht er? Er betet. Er nutzt die Zeit auf dem Reittier mit dem Gebet. Weil er sagt, das ist so eine lange Reise, die haben ja manchmal tagelang, sind die auf dem Reittier gewesen. Diese Zeit muss sinnvoll verbracht werden, also hat er gebetet. Und auf dem Reittier wird auch noch kommen, inshallah, wisst ihr, muss man die Qibla nicht beachten, sondern man betet halt, weil wenn du jetzt immer die Qibla beachtest, würdest du ja nie am Ziel ankommen, wenn du jetzt entgegengesetzt der Qibla reist. Also ist es dort, kannst du einfach auf dem Reittier beten, auch wenn es entgegen, aber nur natürlich nur Zusatzgebete, Pflichtgebete nicht. Da musst du absteigen, runtergehen vom Tier und dann natürlich stehend beten. Aber Nafile-Gebete ist jetzt kein Problem. Aber das zeigt uns halt die Wichtigkeit, welchen Wert Rasulullah sallallahu alaihi wasallam für diese Zusatzgebete gelegt hat. Was sagt die Fußnote hier noch dazu? Also diese Sunnah ghayr mu'akkada, diese nicht verpflichtenden, nicht so kräftigen Sunnah, wa hiya thabatat bi fi'l Rasul. Meistens ist das so, die Rasulullah, dass er darüber nicht viel gesagt hat, sondern es einfach gemacht hat. Seine Taten sind diese Sunnah. Lakin min ghayri muwadhabatin, aber nicht so kräftig, also er hat es nicht immer gemacht. Aw thabatat bi qawlihi, oder er hat es auch manchmal gesagt. Bilhathi alayha wa bayana fadailaha, hat dazu angespornt, ohne zu verpflichten, und er hat die Vorzüge erläutert, sodass dann gemacht, das gemacht wurde. Dieser Hadith hatten wir gerade, wer also nach dem Dhuhr-Gebet vier Gebetsabschnitte verrichtet, Allah verbietet ihm das Höllenfeuer. Allahu Akbar. Eine weitere Mustahab, also nicht kräftige Sunnah, arba'u rak'atin qabla al-asr, vor dem Asr-Gebet, also Nachmittagsgebet, vier Rak'at zu verrichten. Bi taslimatin wahidatin, mit einem Salam. Aber hier ist der Unterschied, dass du nach der ersten Sitzung nicht nur die Tashahhud rezitierst, sondern auch Salawat, also Allahumma salli, Allahumma barik, auch rezitierst. Wenn du aufstehst zum dritten Abschnitt, auch die Thana, Subhanaka, noch mal rezitierst. Au, insha'a rak'atayn. Du kannst natürlich auch diese Gebetsabschnitte vor dem Asr-Gebet als zwei verrichten. Ist auch kein Problem. Das würde also auch gehen. Rak'atani qabla al-isha' wa insha'a arba'an. Auch ist es eine Sunnah ghayr mu'akkada, vor dem Nachtgebet zwei oder vier Rak'a zu verrichten. Natürlich ist es immer besser, vier zu machen, weil da gibt es mehr Belohnung. Aber du kannst auch zwei Rak'a verrichten. Arba'u rak'atin ba'd al-isha', nach dem Isha', Nachtgebet haben wir gelernt, gehört zu diesen 12, die zwei Rak'a musst du beten. Aber wenn du vier verrichtest, gibt es nochmal Belohnung, ist also auch eine Sunnah. Wa insha'a rak'atayn ba'd rak'ati sunnatin mu'akkada. Also kann er auch wie bei dem Dhuhr machen, entweder 2 plus 2 oder 2 plus 4. Sittu raka'atin ba'd al-maghrib, nach dem Abendgebet 6 Gebetseinheiten, also 6 Raka'at. Wa insha'a arba'an yusallimu ala kulli raka'atayn, oder 4. Hier muss man nach jedem zweiten Gebetsabschnitt, nach jedem zweiten Raka'a die Salam aussprechen, also immer neu anfangen.
ورد في فضائل الصلاة بين المغرب والعشاء روايات وآثار عديدة. Es wurden sehr viele Überlieferungen als von über dieses Gebet überliefert. Wie nennt man dieses Gebet? Awabin, Salatul Awabin. Das ist das Gebet derjenigen, die zu Allah zurückkehren. Salatul Awabin. Also es ist sehr vorzüglich. Darüber gibt es auch hier Überlieferungen in Ikhtiyar, wo es dann heißt, Man salla ba'd al-Maghribi, wer nach dem Abendgebet sittu rak'atin, sechs Gebetseinheiten verrichtet, lam yatakallam fihima oder fima baynahunna bishay'in, lahu ibadatun thintay asharata sanatan. Wenn also diese sechs Gebetsabschnitte verrichtet, dazwischen nicht redet, nichts Weltliches, bekommt er die Belohnung dafür, bei Tirmizi überliefert, für 12 Jahre, wie wenn er gebetet hätte. 12 Jahre. Awabin nach Maghrib bekommst du für jeden Abend Belohnung, 12 Jahre im Gebet zu stehen. Allahu Akbar. Es gibt auch noch weitere Überlieferungen darüber. Man salla ba'd al-Maghrib 20 rak'atan, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bei Ibn Majah überliefert von Aisha radiallahu anha, wer nach dem Maghrib-Gebet 20 Rek'a verrichtet. Jetzt bekommen wir schon Schock, Herzrasen. Oh, wie sollen wir das denn schaffen? Tarawih schaffen wir kaum. Ja, aber so sind die Awabin halt, die zu Allah zurückkehren. Ben Allahu lahu baytan fil Jannah. Der bekommt ein zweites Palast. Neben dem ersten, den er schon bekommen hat. Weißt du, das ist eine Sache der Liebe. Wie gesagt, was ich sehr gerne, das gilt natürlich für jeden, dieses Beispiel mit dem Geld. Wenn du 1000 hier hinlegst, lächelt jeder einfach so, ohne was dafür zu tun. Wenn du 2000 hier hinlegst, wird keiner die 1000 nehmen. Jeder nimmt die 2000. Und wenn ich 10.000 dahin lege, wird jeder sagen, der die 1000 oder 2000 genommen hat, ist der dumm. Der hat 10.000 nicht genommen. Mit Geld machen wir das, weil wir denken, das ist wertvoll, das ist wichtig. Schauen meistens noch nicht mal, ist von Halal oder Haram. Allah baut dir einen Palast im Paradies. Allah schreibt dir die Belohnung für 12 Jahre im Gebet zu stehen. Aber für die natürlich, die es verrichten und machen. Okay. Also vielleicht die Frage noch zu beantworten, wie macht man das am besten? Also um ganz sicher zu gehen, dass diese 6 Rek'a Awabin nach Maghrib verrichtet wurden, sagen die Gelehrten, ganz normal beendest du dein Maghrib-Gebet, betest danach diese 2 Rek'a Sunnah Mu'akkada und danach erst 6 Rek'a. Einige Gelehrte sagen, Rasulullah hat das aber so gemeint mit den 12 zusammen, also 2, diese kräftige Sunnah plus 2 plus 2, also insgesamt 6. Allahu alam. Inshallah gibt es die Belohnung, je nach der Absicht und der Tat, wie es Allah von dir angenommen hat. Okay, dann haben wir jetzt auch die 2. Kategorie beendet. Gehen zur 3. Kategorie. Was war das? As-Sunan al-Mustahabbatu fi awqatin wa ahwalin makhsusatin. Also ohne eine zeitliche Begrenzung. Das sind also jetzt Mustahab geliebte Sunnah-Gebete, die man immer verrichten kann. Yasunnu tahiyyatul masjid rak'atayn 'inda dukhulil masjid fi ghayri awqatil karahati. Wenn du in eine Moschee reinkommst, egal wann, egal wie, in welche Moschee, wenn es nicht die Keraha-Zeit ist, das ist die einzige Ausnahme dafür. Also die Keraha-Zeiten hatten wir gelernt. Schaut nochmal den Unterricht mit den Zeiten. Das ist die Zeit halt, wo das Beten verboten ist. Wenn diese Zeit nicht ist, musst du oder sollst du diese 2 Rek'a Gebetsabschnitte Begrüßungsgebet für die Moschee verrichten. Das heißt, einzige Ausnahme ist beim Sonnenaufgang, ungefähr 30 bis 40 Minuten. Vor dem Mittagsgebet 30, 40 Minuten. Lieber dort eine Stunde, ist sicherer. Und nach dem Asr-Gebet, also kurz vor Sonnenuntergang, 30, 40 Minuten, da nicht. Ansonsten immer kannst du diese verrichten. Warum diese Zeiten nicht? Damit man den Sonnenanbetern nicht ähnelt, damit es diese Schirk noch nicht mal in der Ähnlichkeit dargestellt wird. Qala an-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah sagte, sallallahu alaihi wasallam, اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين رواه البخاري bei Bukhari überliefert. Wenn jemand in die Moschee kommt, eine Moschee betritt, so soll er sich nicht hinsetzen, bis er das Begrüßungsgebet verrichtet hat. فان جلس من غير عذر خالف السنه. Wenn er also jetzt keine Entschuldigung hat und sich einfach so hinsetzt, dann hätte er dieser Sunna widersprochen, aber wenn er aufsteht und betet, وَيَنُوبُ عَنْهَا كُلُّ سَلَاتٍ صَلَّاهَ عِنْدَ الدُّخُولِ فَرْضًا كَانَتْ أَوْ سُنَّةً وَفْنًا. Wenn er aber nachdem in der Moschee war, ein Farzgebet, ein Pflichtgebet verrichtet oder ein Sunnah-Gebet, tritt dieser anstelle dieses Tahiyyatul Masjid auch ein. Er würde die gleiche Belohnung inshallah bekommen und auch die Sunnah
hätte er somit vollbracht, inshallah ta'ala. فَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيهُمَا قَبْلَ الْجُلُوسِ. Das heißt, bevor er sich hinsetzt, ist aber natürlich besser, wenn er das verrichtet. Ausnahmen gibt es, wie gesagt, die Zeiten der Kiraa oder wenn er jetzt zum Unterricht kommt und es läuft schon Unterricht, er will sich konzentrieren, aufpassen, will die anderen nicht stören. Das wären Ausnahmen, weil gleich das Maghrib-Gebet, was er verrichtet, würde anstelle dessen dann treten, inshallah. So wäre jetzt gar nicht mehr möglich, weil es jetzt eine Zeit der Kiraa ist. Wird nicht mehr gehen. Es gibt sicherlich dort hier vielleicht andere Meinungen, aber die dann, Allahu alim, wie kräftig die sind. Wenn ihr ordentlich danach handeln wollt, nach der Sunnah handeln wollt, betet nicht in den Kiraa-Zeiten, sondern achtet wirklich streng darauf. Du hast jetzt Wudu genommen, also Abdest, kleine Gebetswaschung, mubasharatan, unmittelbar sofort danach, bete zwei Gebetsabschnitte. Sofort. Das nennt man Gebet der Gebetswaschung. Gebet der Gebetswaschung. Eines Tages ging Hazrat Bilal radiallahu anh, das heißt der Bilal bin Rabah radiallahu anh, der nicht als Mensch geachtete Sklave damals in Mekka, aber bei Allah und seinem Propheten so beliebt, mit seiner schönen Farbe, Alhamdulillah. Er ging eines Tages neben Rasulullah. Rasulullah sagte ihm: Ja, Bilal, was machst du? Was machst du? Ich habe deine Schritte im Paradies gehört gestern Abend. Ich habe die Schritte gehört, wie du im Paradies gehst. Wann das? Bilal radiallahu anh war nicht glücklich, überglücklich vor Tränen. Er sagte: Ja, Rasulullah, ich mache das, was du mir beigebracht hast. Was machst du? Du machst irgendwas speziell. Wenn ich deine Gebetswaschung gemacht habe, ja, Rasulallah, wo du, danach bete ich immer zwei Gebetsabschnitte. Das ist es, hat er gesagt. Das ist es. Das ist diese Sunna. So wie Bilal bin Rabah, radiallahu anh, zu sein. Sie waren Jäger, aber für diese Sachen. Also, wer die Wudu genommen hat, keine Karaha-Zeit ist, inshallah, dieses Gebet verrichten, für diese große Belohnung zu erhalten, inshallah. فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ. In einer anderen Überlieferung sagt Rasulullah s.a.w., wer das macht, für den ist das Paradies verpflichtend geworden. غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Allah vergibt ihm alle Sünden, die er früher gemacht hat. Nur für das Gebet der Gebetswaschung. Salatul Duha. Eine weitere Sunna, die man am Tag machen kann, sollte jederzeit zu machen. Duha-Gebet. وَقْتُهَا مِنْ بَعْدِ تُلُوعِ الشَّمْسِ وَارْتِفَاعِهَا إِلَى الزَّوَالِ. Die Zeit für das Duha-Gebet ist nach dem Sonnenaufgang bis zum Zawal. Was war Zawal? Nochmal diese Zenit, Mittagshöhe. Also wenn die Sonne am obersten Punkt steht und dann beginnt sich nach rechts, nach Westen zu kippen. Das ist ungefähr 60 Minuten vor dem Mittagsgebet. عَدَدُهَا. Die Anzahl für das Duha-Gebet. أقلها ركعتان mindestens zwei Rek'a وأوسطها أربع أو ثمان. Man kann auch 4 oder 8 Einheiten verrichten. وأكثرها 12 Rek'a, maximal 12. والأولى أن يصليها أربع ركعات فأكثر. Am besten ist 4 oder vielleicht ein bisschen mehr zu verrichten. Duha-Gebet. Haben wir was über das Duha-Gebet hier? Es gibt so viele Überlieferungen über das Duha-Gebet. Ich weiß nicht, ob ich diese hier markiert habe, aber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, wer das Duha-Gebet verrichtet, das reicht ihm als Schutz für seinen Tag. Du gehst raus aus dem Haus, du machst Sachen, du unternimmst, du handelst, du machst. Wenn du Segen in deinem Leben haben willst, Schutz von Allah genießen willst, verrichte das Duha-Gebet. وَيُسْتَحَبَّ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعًا عِنْدَ الْإِشْرَاقِ. Ein weiteres Gebet ist das Ishraq-Gebet. Ishraq bedeutet, etwas mit Sonnenlicht zu beleuchten. Das heißt, das ist das Gebet des Sonnenaufgangs, wenn die Sonne anfängt, die Welt zu beleuchten. Da gibt es auch dieses Gebet, wo du 2 oder 4 Gebetsabschnitte verrichten kannst. Ey, ba'da tulu'i shamsi wa artifa'iha qaydu ramhin. Ab wann darf man das verrichten? Sonne ist aufgegangen. Eine Sperrlänge hoch steht die Sonne. Er sagt jetzt hier, ba'da rub'i sa'atin taqriban, das sind ca. 15 Minuten oder 20 Minuten. Sicherheitshalber sagen wir hier für unsere Umgebung hier,
mindestens 30 bis 40 Minuten. Danach kannst du das Ishraq-Gebet verrichten. Es gibt hier, man kann dieses Ishraq-Gebet auf drei Arten verrichten. Afdaluha an yaq'uda fi musallahu ba'd al-fajr yudhakkirullah. Du hast jetzt das Fajr-Gebet verrichtet. Alhamdulillah. Danach bleibst du dort, wo du gebetet hast, sitzen, gedenkst Allahs. Sagst zum Beispiel 100 Mal Subhanallahi wa bihamdihi. 100 Mal La ilaha illallah. Oder rezitierst den Koran. Hatta tatlu'a ash-shamsu wa tartafi'a qaydu ramhin. Bis die Sonne jetzt aufgegangen ist, ne, wann geht die Sonne jetzt auf? 5.05 Uhr, 5.04 Uhr, sagen wir 5 Uhr, glatt. Jetzt wartest du 20, 30 Minuten, liest in der Zeit Koran, ein Juz zum Beispiel, oder machst ein bisschen Zikr. Was passiert dann, wenn du das gemacht hast? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, Salla rak'ataini, wenn er jetzt zwei Gebetsabschnitte verrichtet, dieses Ishraq-Gebet, كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. Er hat das dreimal wiederholt. Er bekommt die Belohnung für eine voll ausgeführte Hajj oder Umrah. Ist teuer mittlerweile, ne? Umrah kostet knapp 3000, Hajj 10.000 Euro pro Mann. Kostet nichts. Du musst nur sitzen und Zikr machen. Gibt es Hajj und Umrah Belohnung? Inshallah. Und wenn jemand dieses Geld nicht hat, ist es für ihn sowieso nicht verpflichtend, aber er bekommt die Belohnung. Alhamdulillah. Aber das ist die erste Art. Zweitens, en yusalli inda al-ishraqi bi niyyati ad-duha fa yanalu ajrahuma. Oh, er betet dieses Ishraq-Gebet. Er sagt, ah, ich habe gelernt, es gibt auch Duha-Gebet. Und macht ihn, also betet Ishraq-Gebet auch mit der Nähe für das Duha-Gebet. Er bekommt die Belohnung für beide Gebete. Inshallah. En yusalli وفق حديث oder er handelt laut dem Hadith, wo Rasulullah sagt, in einem Hadith Qudsi, Ibn Adam, O Sohn Adams, sagt Allah, irka'li min awwal an-nahar 4 rak'atin akfika akhirahu. Wenn du 4 Rak'a nach dem Sonnenaufgang Ishraq Duha betest, das reicht dir für den ganzen Tag. Du bist unter meinem Schutz und du hast meinen Segen, sagt Allah in diesem Hadith Qudsi, Alhamdulillah. Das haben wir auch gelernt. Eine weitere Sunnah, was man am Tag machen kann, Jäger für Bonus, für Belohnung. Salatul Layli, das Nachtgebet. وَهِيَ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِ النَّهَارِ وَلَهَا فَضَائِلُ كَثِيرَةٌ. Das ist vorzüglicher als das Taggebet. Es gibt so viele Vorzüge für das Nachtgebet, Tahajjud. كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمُ Rasulullah sagte, أَفْضَلُ الصَّلَاتِ بَعْدَ الْفَرِيدَةِ Salatul Layli. Das vorzüglichste Gebet nach dem Pflichtgebet ist Salatul Layli, Nachtgebet. فَيُسْتَحَبُّ الْإِكْثَارُ مِنَ النَّوَافِلِ فِي الليل. Also, vermehrt die nächtlichen Gebete auf Basis dieses Hadiths. Sallu bil layli wan nasu niyam tadkhulu al-jannata bi salam, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betet, wenn die Menschen schlafen, und ihr werdet das Paradies verrichten. Lasst die Menschen schlafen, steht auf und betet. Ihr werdet das Paradies betreten, sagt er sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru al-layli afdalu min awwalihi. Der letzte Teil der Nacht ist vorzüglicher, wertvoller als der erste Teil. Warum? Weil man da am tiefen Tiefschlaf ist. Es ist dort schwieriger. Je schwieriger eine gottesdienstliche Handlung, desto mehr Belohnung gibt es. Die zweite Hälfte der Nacht ist besser als die erste Hälfte der Nacht an Belohnung. Der letzte Drittel ist vorzüglicher als das davor. لنزول ربنا جل وجلاله وندائه لعباده. Weil Allah im letzten Teil der Nacht seine Diener aufruft. Jede Nacht gibt es diesen Ruf. Ob du hörst oder nicht. Wallahi, diesen Ruf gibt es. Was sagt Allah im letzten Teil der Nacht? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sagt, ein Hadith muttafaqun alayh, also in den Sahih Hadithwerken überliefert. ينزل ربنا تبارك وتعالى. Allah, der erhaben ist, der segensreich ist, steigt jede Nacht herab. Wie steigt er herab? Mit seiner Gnade. Kullu leilatin, jede Nacht, kullu leilatin, ila samai dunya, in die Himmel der Welt, der Dunya, der Erde. Hina yabqa thuluthul leilil akhir yaqul, im letzten Drittel der Nacht. Allah sagt, jede Nacht, man yadu'uni fa astajiba lahu. Wer macht Dua, ich nehme von ihm an. Jede Nacht. Wer macht eine Dua, ich nehme diese Dua, ich akzeptiere diese Dua. Ich gebe ihm das, was er will. Man yas'aluni fa'utihu. Wer fragt mich irgendwas, ich gebe ihm. Man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Wer bittet mich um Vergebung, ich vergebe ihm.
Jede Nacht passiert das. Im letzten Drittel der Nacht. Allahu Akbar. Ist uns das bewusst? Jetzt lernen wir es, Alhamdulillah. Eine Tür, die sich öffnet für unendliche Belohnungen, für einen unendlichen Rang, den man bei Allah erreichen kann. Weißt du, dass all diese Handlungen dein Gesicht verschönern werden, dein Leben schöner machen werden, dein Herz reinigen werden und dich zu Allah näher bringen wird? Wallahi al-Azim, das ist so. Mach es, du wirst es sehen. Mach es. So sind die Menschen der Jahiliyyah zu den Sahaba, zu den Sternen im Himmel geworden. Umar war nicht Umar. Umar war Umar ibn Khattab. Dann ist er Umar al-Faruq radiallahu anhu geworden. Sie waren nicht so, sie sind nicht vom Himmel runtergekommen. Sie sind so geworden durch diese Handlungen. Und diese gleiche Tür steht für uns offen. Wer sich Allah mit diesen freiwilligen Gebeten nähert, Allah liebt ihn, sagt Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Allah liebt ihn. Allah fängt an, ihn zu lieben. Wenn Allah einen Diener liebt, dann beschützt er ihn. Und keiner kann ihm was antun. Du bist sicher und du erreichst das Paradies mit Allahs Gnade, weil Allah gibt dir seine Gnade für diese gottesdienstlichen Handlungen. Alhamdulillah. Es ist so wunderschön, ein Muslim zu sein. Es ist so wunderschön, Alhamdulillah, diese Überlieferungen zu hören, dass man das jeden Tag aufs Neueste umsetzen kann. Weißt du, wenn du es heute verpasst hast, gestern verpasst hast, morgen ist es wieder. Übermorgen ist es wieder. Jeden Tag öffnet dir Allah diese Tür seiner Gnade. Er will, dass du ins Paradies kommst. Wallahi al-Azim. Er hat dich dafür erschaffen. Er gibt dir so viele Möglichkeiten, Gelegenheiten. Alhamdulillah. وَلَوْ نَعْمَ أَوَّلَهُ ثُمَّ قَامَ لِلْتَهَجُّدِ فَهُوَ أَفْطَرُ وَأَنْشَدْ. Wenn er erst schläft, dann aufsteht für Nachtgebet, ist natürlich besser, vorzüglicher. وَمَنْ خَافَ أَلَّا يَسْتَيْقِدَ آخِرَ اللَّيْلِ يُصَلِّي مِنْ أَوَّلِهِ ثُمَّ يَنَامَ. Wer aber weiß, er kann nicht aufstehen oder er muss vielleicht arbeiten und so weiter, dann soll er das Nachtgebet verrichten und danach schlafen. Er bekommt auch die Belohnung, inshallah. Die Tür steht auch für ihn offen. أَقَلُّ التَّهَجُّدُ رَكْعَتَانِ. Mindestens für Tahajjud ist zwei Rekat, zwei Gebetsabschnitte. Awsatuhu arba, Mittelmaß ist vier. Was-sunnatu thamani Rekatin siwa al-Witr. Rasulullah s.a.w. hat es gemacht, acht Rekat plus Witr danach. Also acht plus drei. Yatilu fiha al-qira'a wal-ruku'a wal-sujud. Aber er hat so lange rezitiert und sein Ruku' war so lange, sein Sejda war so lange, so lang. Wal-afdalu an yusallim ala kulli Rekataini. Egal, ob du 4, 6, 8 betest, nach jedem zweiten Gebetsabschnitt machst du Salam und verrichtest dieses Gebet. Es gibt so viele Überlieferungen darüber, aber jetzt machen wir erstmal hier weiter, inshallah. Wisst ihr, wann das Rasulullah gesagt hat mit dem Betet nachts, wenn die Menschen schlafen und ihr werdet das Paradies betreten? Er hat das gesagt, er kam in Medina an, nach der Auswanderung. Das heißt, ganz Mekka jagt ihn noch. Jetzt hat er es geschafft, er ist jetzt in Sicherheit, er ist in Kuba angekommen. Normalerweise erwarten die Menschen jetzt eine Rede von ihm. Alhamdulillah, mit Allahs Gnade haben wir es geschafft. Also vielleicht hätten das viele so erwartet. Aber jetzt, inshallah, jetzt sind wir in Sicherheit und wir sind jetzt endlich auch stark. Jetzt können wir den Kuffar das zeigen, die es verdient hätten. Aber was sagt er? Afshus salam wa at'amu at'am wa sallu bil layli wan nas wal yam tadkhulul jannata bi salam. Verbreitet den Gruß unter euch. Ladet euch zum Essen ein und betet nachts, wenn die Menschen schlafen. Ihr werdet ins Paradies kommen. Das ist seine Rede. Er hat nicht mehr gesagt. Abdullah ibn Salam, radiallahu an, der war ein Gelehrter der Juden. Er hatte gehört, dass er kommt. Das Erste, sagte er, was ich von ihm gehört habe, von seinem Mund, waren diese Wörter. Dann habe ich gesagt, sagte er, Wallahi, in diesem Augenblick wusste ich ganz sicher, dass er Rasulullah ist, dass er Allahs Prophet ist. Ich habe sein Gesicht gesehen und wusste, laysa biwajhi kadhab, das ist nicht das Gesicht eines Lügners. Kein Mensch hätte das gesprochen, was er da gesagt hat. Keiner. Jeder hätte was anderes gesagt, aber er sagt das, als er in Sicherheit ist. Und wir sind seine Umma. Und wir müssen so handeln, jener mit den Regeln, die er uns hier beigebracht hat, inshallah ta'ala. Das haben wir auch gemacht. Salatul Tasbih ist ein weiteres Nafile-Gebet. Viele Gelehrte sagen, zumindest einmal im Leben sollte jeder Muslim Tasbih, Salatul Tasbih, also das Tasbih-Gebet, verrichtet haben. Das ist ein Gebet, besteht aus vier Gebetseinheiten, wo man 300 Mal Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, ausspricht. Das wird einzeln gebetet, also nicht in der Jama'a.
Vielleicht kann man das den jugendlichen Kindern beibringen, dass sie es lernen in der Jama'a, aber sonst wird es alleine gebetet, einzeln. وَفَضُّهَا عَظِيمٌ Es ist sehr, sehr, sehr vorzüglich. Es gibt sehr viele Überlieferungen darüber. Inshallah, wer das noch nicht gemacht hat, wäre jetzt ein bisschen zu lang, dass ich jetzt darüber erzähle, wie das funktioniert. Vielleicht danach, wenn im Fragenteil oder inshallah im Internet könnt ihr die Informationen auch finden. Salatul Hajati, das Gebet, das Bedürfnisgebet. Wir haben so viele Bedürfnisse. Wenn wir keine haben, die Muslime haben so viele Bedürfnisse. Haben wir uns mal hingestellt, einfach mal nachts und zwei Gebetsabschnitte Salatul Haji für die Bedürfnisse, die Leute in Gaza gebetet? Man kann viel erzählen, aber was haben wir dafür getan? Allah wird uns befragen. Wir haben keine Armee, die wir da hinschicken können. Wir haben keine Flugzeuge, die wir da hinschicken können. Aber wir haben das Gebet, was wir verrichten können. Und darüber wird uns Allah befragen. Jeden wird Allah befragen über das, was er als Mittel hatte. Salatul Haji, Bedürfnisgebet. Yusalli lillahi rak'ataini. Du betest für Allah zwei Rak'ah. Bi khushu'in, in Demut. Thumma yatlub hajatuhu wa yad'u. Dann bittest du Allah darum, was du willst, was dein Bedürfnis ist, was du brauchst. Verbunden dazu ist Salatul Istihara. Also Istikhara. Salatul Istikhara. Istikhara ist eine Eingebung von Allah für die richtige Entscheidung. Dass du also Allah bittest, dass er dir eine Eingebung gibt für die richtige Entscheidung. Das heißt, du willst was machen, aber du weißt, du bist dir nicht sicher. Soll ich das so machen oder nicht? Soll ich die heiraten oder nicht? Oder für junge Frauen, soll ich den Mann heiraten oder nicht? Soll ich diesen Job annehmen oder nicht? Soll ich das studieren oder das studieren? Soll ich an dem Tag abreisen oder lieber dann abreisen? Salatul Istikhara gibt es dafür. Das Gebet der Istikhara, also Gebet für die Eingebung der richtigen Entscheidung. Rak'atani, das sind zwei Rak'a, die du verrichtest. Yaqra'u ba'daha du'a al-istikhara. Du betest also zwei Gebetsabschnitte, am besten vor dem Schlafen, und dann sagst du danach diese Dua. Die Sahabe sagen, Rasulullah hat uns das beigebracht, diese Dua der Istikhara, so wie er uns einen Vers aus dem Koran beigebracht hat. Wie heißt das? Allahumma inni astakhiruka. Ya Rabbi, ich bitte dich darum, dass du mir die richtige Entscheidung gibst. Bi'ilmike, durch dein Allwissen. Wa astaqdiruka biqudratika. Ich bitte dich um Kraft durch deine Allmacht. Du hast die Allmacht. Wa as'aluka min fadlika al-azim. Ich bitte dich um deine großartige Gnade, ya Rabbi. Fa innaka taqdiru wa la aqdir. Du bist allmächtig, du lässt geschehen. Ich habe keine Macht. Ich kann es nicht geschehen lassen. Was für eine Bescheidenheit vor Allah. Das will Allah von dir sehen. Wa ta'lamu wa la a'lam. Du bist allwissend, ya Rabbi. Ich weiß gar nichts. Wa anta 'allamul ghuyub. Du bist der Einzige, der auch alles weiß, was im Verborgenen ist. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra yadhkuru huna hajatahu khayrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Ya Rabbi, du weißt, dass diese Angelegenheit, die ich vorhabe, zum Beispiel die Beispiele, die ich gerade gesagt habe, ja Rabbi, wenn diese Angelegenheit für mich, fi dini, für meine Religion, wa ma'ashi, für mein Leben, wa aqibatu amri, für das Ende, für den Ausgang meiner Angelegenheit gut ist, dass ich das so mache, فَأَقْدِرْهُ لِي, dann bestimme das für mich. وَيَسِّرْهُ لِي, lass es für mich einfach werden, ja Rabbi. Lass mich dieses Ziel erreichen. ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ, segne es für mich. وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ يَذْكُرُونَ حَاجَتُهُ شَرٌّ لِي. Ja Rabbi, du weißt, wenn diese Angelegenheit, wenn ich das so mache, schär, also schlecht für mich ist, in meiner Religion, in meinem Leben, im Ausgang dieser Sache, فَأَصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ. Halte mich davon fern, halte die Sache von mir fern. Allahu Akbar. Du gibst dein Leben in Allahs Hand, in Allahs Kraft, in seiner Gnade. Wo kann es noch sicherer sein? Nur da. وَقْتُرْ لِي الْخَيْرِ, bestimme für mich das Gute, ja Rabbi, حَيْثُ كَانْ, wo immer es auch ist. ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ, lass mich dann damit zufrieden sein. Guck mal, das Ende. Vielleicht ist das, was dir Allah nicht ermöglicht, mit der Hajj, mit der Istikhara, die du gemacht hast, nicht passiert. Allah öffnet dir eine andere Tür. Deswegen sagst du, وَقْتُرْ لِي الْخَيْرِ, حَيْثُ كَانْ, bestimme du für mich das Beste, ja Rabbi. Egal wo es ist, lass mich damit zufrieden sein. Du wolltest irgendeinen heiraten? Allah hat dir eine andere Tür geöffnet, du hast einen anderen geheiratet. Lass mich damit zufrieden sein und das ist gut, was du für mich entschieden hast. Diese Zufriedenheit bei Allah. Allah wird diese Liebe in dein Herz einpflanzen. Als Beispiel. Weitere Gebete. Rak'at al-Safari, wenn du reisen willst, zwei Rak'at beten. Wal-Qudum minhu, wenn du von der Reise zurückkommst, zwei Rak'at beten. Salatul Taubati, du hast gesündigt, du willst zu Allah zurückkehren, bete zwei Rak'a, danach sag Astaghfirullah, 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 mach eine Dua, ist auch von der Sunna, inshallah.
Das auch dazu. Al-Qira'atu fardun fi jami' rak'atin. Bei diesen Nafile-Gebeten musst du in jedem Gebetsabschnitt Fatiha plus etwas aus dem Koran rezitieren, wie wenn du Witr beten würdest. يلزم النفل بالشروع فيه فلا يجوز قطعه الا بعذر. Wenn du ein Nafile-Gebet anfängst, darfst du es nicht mehr unterbrechen. Wenn du es unterbrichst, dann musst du es, dann wird die Qada davon, also es nachholst, wajib für dich. Also vorher war es Sunnah, wenn du es unterbrochen hast, ohne Entschuldigung geht es sowieso nicht. Wenn du es unterbrochen hast, dann musst du es nachholen. طول القيام والقراءة والركوع والسجود أفضل من كثرة الركعات. Es ist nicht wichtig, die Quantität, wie viele Rekaa du im Nachtgebet stehst, sondern wie viel du rezitierst, wie schön, wie lang deine Ruku war, deine Sujud war, deine Demut. Also nicht die Quantität, sondern die Qualität. Ganz klar. Warum Qira'a am besten? Weil du dort Koran rezitierst. Und Koran zu rezitieren, ist der größte Zikr, das es gibt. Also bei den Taggebeten 4, Nachtgebeten 2, haben wir auch gesagt. Dann ist es jetzt, was Alhamdulillah von der Zeit dann auch noch ausreicht, wo wir uns gerade befinden. Also wir haben gerade das, vielleicht davor das noch. يجوز أن يصلي النفل قاعدا. Jemand kann ohne Entschuldigung auch das ein freiwilliges Gebet sitzend beten, wenn er müde ist oder so. Aber dafür gibt es die halbe Belohnung. Aber es ist möglich. Wenn jemand sehr müde ist und nicht mehr stehen kann, kann er auch sitzend das Gebet verrichten. Die Belohnung wird weniger, aber trotzdem hätte er es dann damit gemacht. Also Nafile-Gebete werden nicht in der Jama'a verrichtet, sondern einzeln. Aber wenn jetzt zufälligerweise, also dafür aufzurufen ist nicht erlaubt. Wenn aber Leute zusammenkommen und das mal machen, ist es auch erlaubt, es wäre also nicht verboten. Und jetzt inshallah zu den Tagen, wo wir uns gerade befinden. Genau das ist auch der letzte Satz, Alhamdulillah, in dem Buch, was sehr, sehr gut passt. يستحب العبادة في أيام وليالي عشر ذي الحجة. Alhamdulillah, da sind wir jetzt gerade. Es ist sehr, sehr beliebt bei Allah und seinem Propheten, dass man in den ersten Tagen und Nächten des Monats Zilhijjah betet, Allah gedenkt, alles, was Gottes, an gottesdienstlichen Handlungen da ist, verrichtet an diesen Tagen. Ibn Abbas radiallahu anhu überliefert, gerade Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sagt, ma min ayyamin al-amalu s-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Es gibt keinen Tag, wo Ibadah, wo gottesdienstliche Handlungen bei Allah beliebter sind als an diesen 10 Tagen. والليل وليال عشر. Surah Fajr, diese 10 Tage, wo Allah drauf schwört, sind diese 10 Tage, sagen die Gelehrten. Das sind diese 10 Tage. يعني الأيام العشر من ذي الحجة. Da, wo wir uns jetzt gerade befinden. Wie vielen Tag haben wir heute? Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, 5. schon. Also 5 haben wir schon verpasst. Wer nicht wusste, wo wir waren. Also man muss achtsam sein als Muslim. Kalender, islamische Kalender, muss ein Muslim wissen, sonst kannst du diese Handlungen nicht machen. قالوا يا رسول الله, die Sahaba haben gefragt, wal al-jihad fi sabilillah? Du sagtest, dass diese Ibadah dort wertvollste sind, auch Jihad, besser als Jihad, ja رسول الله. قال wal al-jihad. Auch besser als Jihad. إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. Außer ein Mann, der mit seinem Leben und seinem Hab und Gut zum Dschihad gegangen ist und mit nichts davon zurückgekehrt. Also er ist Schehid geworden. Okay, der ist vorzüglich. Aber jeder andere, der das dort verrichtet, der hat die größte Belohnung an diesen Tagen. Jetzt haben wir hier, oder hier eine Überlieferung hatte ich hier noch markiert, inshallah. Der Bruder hatte auch gerade schon gefragt. Also قال رسول الله صلى الله عليه وسلم bei Muslim überliefert. Rasulullah sagte auch, aber bevor wir dahin kommen, vielleicht das hier. أنت في أفضل أيام الدنيا. Du bist gerade wirklich in den wertvollsten Tagen dieser Dunya. Das sind diese 10 Tage. Und der 10. Tag ist ja schon Eid. Das ist Sonntag, inshallah. Sag, فأنت في أفضل الدنيا لا تجلس صامتا سبح هلل كبر. Also sitz nicht einfach so rum, sondern sag, Allahu Akbar, Allahu Akbar, لا إله إلا الله والله أكبر, Allahu Akbar ولله الحمد. Vom ersten Tag der Dhul-Hijjah bis zum 13. Tag der Dhul-Hijjah, diese Takbirat auszusprechen, ist eine große, gewaltige Sunna mit großer Belohnung, inshallah. Und speziell am Tag der Arafah, also Samstag, beginnend nach dem Fajr-Gebet, inshallah, bis zum vierten Tag des Eides, das wäre dann Mittwoch, bis zum Asr-Gebet, inshallah, diese Takbirat einmal nach jedem Farzgebet auszusprechen, gibt es eine gewaltige
große Belohnung, inshallah ta'ala. Dann sagt Rasulullah alayhi salatu wassalam noch über diese Tage: Ma min ayyamin a'zamu 'inda Allah, also kein Tag ist bei Allah so gewaltig, wala ahabbu ilayhi al-'amalu fihin, bei Allah sind die Taten niemals beliebter als diese Tage, min hadhihi al-ayyam 'ashr dhil-hijja, als diese 10 Tage. Qala fa'akthiru fihin min at-tasbih wat-tahlil wat-takbir wat-tahmid, also sagt vermehrt an diesen Tagen Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil Hamd. Diese Takbirat immer auszusprechen, inshallah. Und über Samstag sagte Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, Tag der Arafa, Siyam yawmi Arafa, ihtasibu ala Allahi, an yukaffir as-sanata allati qablahu wa as-sanata allati ba'dahu. Allah vergibt durch das Fasten am Tag von Arafa die gesamten Sünden des vergangenen und des kommenden Jahres. Reset, Neubeginn. Die gesamten Sünden des vergangenen Jahres und des kommenden Jahres. Das ist kein Freifahrtschein für neu zu sündigen, sondern es ist für dich eine Garantie, wenn diese Sünden da sind, die sind da, dass Allah dir dadurch vergibt, inshallah. So eine wunderbare Sache. Also für alle, die nicht im Hajj sind, inshallah am Samstag, mindestens am Samstag fasten. Vorzüglicher wäre natürlich 2 Tage zu fasten oder jeden Tag von Zilhijja zu fasten oder den Donnerstag zu fasten, weil es dort sowieso eine Sunna ist zu fasten, aber zumindest am Tag von Arafah, Samstag zu fasten, und Sonntag ist ja sowieso inshallah Salatul Eid, im Übrigen hier in der Moschee Eid-Gebet um 6 Uhr morgens inshallah. Damit wir auch das schon mal somit gesagt haben. Sehr wichtige Tage, sehr wichtige Nächte, in denen wir uns gerade befinden. Lasst uns diese nutzen, lasst uns unsere Hände heben, nachts im Qiyam al-Layl diese Takbirat aussprechen. Allah ist der Mächtigste, es passiert nur das, was Allah entscheidet. Alle anderen sind Figuren, alle anderen sind Statistik, nichts anderes. Keiner entscheidet, nur Allah. Nicht die Europäer, nicht die Chinesen, nicht die Russen, nicht die Amerikaner, nicht die Israelis. Keiner entscheidet. Lillahi al-Amr. Allah entscheidet. Aber Allah will unsere Demut sehen. Allah will unsere gottesdienstlichen Handlungen sehen. Wir müssen es würdig werden, Allahs Gnade zu erreichen. Das sind wertvolle Tage, inshallah. Lasst uns diese nutzen, verehrte Muslime, bi'iznillahi ta'ala. Es sind nur so 2-3 Minuten bis zum Gebet. Falls Fragen da sein sollten, inshallah, können wir gerne versuchen, darauf einzugehen. Ansonsten haben wir auch dieses Kapitel dann heute erreicht oder geschafft, alhamdulillah. Haben wir Fragen über heute, über den Unterricht? Ja.